Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute den Crime Scene Cleaner an. Da geht es in die Richtung Powerwash Simulator, nur dass das ein bisschen derber ist, denn wir sind die Person, die zu einem Tatort hingeht und versucht, alle Beweise verschwinden zu lassen, damit unser Freund hier nicht geschnappt wird. Die Wertungen sind gar nicht mal so schlecht und ich dachte mir, ja, lass uns das mal anschauen. Vielleicht mache ich da eine, zwei Episoden dazu, je nachdem, wie es ist. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und sagen, leerer Platz, los geht's mit dem Intro. You can work hard through your whole life, but sometimes even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Mr. Kowalski, I fucked up. I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't miss it. Money is inside. Fine. Son of a... Okay, keine Ahnung, wer wir jetzt hier sind und wer er ist. Son, Paul? Aber wir wurden angerufen, damit wir hier Zauber machen können. Hier in so einem Hinterhof. Sammle Tylers Zahlung, entsorge die Körper. Finde einen Weg in die Wohnung 23. Also, kleines Vorwort, wer hier Blut und Leich etc. nicht sehen kann, ja, sollte vielleicht dieses Angezug nicht ansehen. I guess hier rein. Okay. Ja, das sieht doch mal so richtig einladend hier aus. Okay, mit T können wir den Codex aufmachen. Das ist eigentlich nichts anderes als wie, ja, ein Quick Guide, wie die ganzen Sachen etc. funktionieren. Also quasi das Tutorial inklusive Fähigkeitsbaum hier. Und wir können Musik ein- und ausschalten. Es gibt bestimmt keinen Content Strike. Ist das Secret Secrets nearby? Andrew Strong. Secrets. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier wohnen wollen würde. Schaut ein bisschen fertig aus hier. The key should be here somewhere. Okay. Eviction notice. You're required to vacate the building within 19 days. The house estate was sold to Rough S Development Group and will soon be transformed into an exclusive resident complex. Ah ja, typisch. Hm? Wassersymbol? Ah, da. Linke Maus aus der aufheben. Und wir haben den Schlüssel. So that's where he put it. Sehr. Sehr gut. I guess mal hier rein. Was ist hier drin? An den Hirnlosen hier unten, der hier lebt. Ich habe die Nase voll von dir. Voll von dieser Hippie-Musik jede einzelne Nacht. Voll von all deinen zwielichtigen Freunden, die an deiner Tür klopfen und Dinge laut im Flur besprechen. Du machst mein Leben zur Hölle. Ja, it was a pretty tough neighborhood from what I see. I'm in. Okay. Da haben wir die Händlerwohnung. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Inklusive Blut. Ah, das alles dürfen wir hier sauber machen. Das sieht ja noch relativ überschaubar aus. Okay. Also, wie schon den Zielen. Mit Tab können wir hier unsere Sachen auswählen. Jetzt machen wir hier mal einen Eimer. Und füllen den hier mal mit Wasser.
nehme den gerade wieder mit. Und wir müssen aufpassen, dass wir den nicht umschmeißen. Stell ihn mal hier hin. Und dann holen wir unseren Mob. Und dann geht's auch schon los. Ah. So. Einmal sauber machen. Und weiter geht's. Ach ja. Bin mir nicht sicher, ob man das mit einem Putzmittel nicht sogar beschleunigen können. So, machen wir hier weiter sauber. Ich glaube, so die Musik wäre jetzt hier zum Saubermachen gar nicht mehr so schlecht. Ich bin ja so grundsätzlich jemand, der hat es echt gern sauber in seiner Wohnung. Und ich mag es eigentlich gern zu putzen. Jetzt vielleicht nicht in so einem Umfeld, aber wenn ich erstmal damit anfange, dann macht es irgendwie Spaß. Okay, sauber machen. Was haben wir hier noch? Reinigungsmittel. Reinigungsmittel verbessert die Leistung des Mobs. Benutze ich das? Da rein. Ah. Ist er auf dem Boden? Nee. Okay. Und ich denke mal, die Sachen hier machen wir auch alle mit. Was zum Teufel? Was ist das für ein Reinigungsmittel? Machen wir das hier noch sauber. Das aufflecken? Nee, ich glaube, das passt so. Okay, wir haben auch noch. Mal schauen, hier so ein Schwamm. Damit können wir die Sachen hier sauber machen. Ah, Bord ist einer der Orte, wo ich sage, die müssen echt sauber sein. So. Schaut doch gut aus. Und der ganze Rest hier eigentlich einigermaßen normal. Okay. Wir sind ja fertig. Ja. Machen wir in den nächsten Raum rein. Was zum... Okay. Oh, fuck. I didn't know I signed up for this. Absolut. So, komm, lass mal ein bisschen Musik anmachen. Achso. Willst du es erst finden? Alles klar. Okay, totaler Mess hier. Da geht's gleich weiter. Was ist hiermit? Interagieren? He kicked himself. But hasn't stopped pushing the product. Okay. Was ist das hier? And yet no fun Handy. Was had. Gut, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, man kann hier... Ah, und da ist die Leiche. Okay. Stabbed to death. Allegedly in self-defense. Mhm. Einkaufsliste, also Kundenliste. Okay. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about. Oh no. Und da oben auch noch. Ja, geil. Thanks. At least he didn't screw me over. Wie komme ich da rauf? Hell happened up there? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. What the actual fuck? Seems like our guy had another hobby. Will ich da rauf gehen? Will ich überhaupt drauf gehen? Oh. Doppelmord. Why do psychos love classical music so much? Ja, weil es eine schöne Musik ist. My stomach's already in knots. Rope in knots. Ja. Ist auch eine. Ah, und da ist der Anbau. I see. Hier können wir auch noch mal Wasser nehmen. Was kann man bei mich verarschen? Things change from really, really bad to absolutely horrible. Okay. That's very vintage. Just like me. Entsorge die Leichen der Opfer. Entsorge die Körper. So, entschuldigt. Da habe ich mal ganz kurz unterbrechen müssen. Waffenbeweis, Studentenausweis. Student. Aber wenn wir die Leichen da oben lassen, dann... Naja, gut, nee, es macht schon Sinn, wenn alles weggeht.
Okay, eins noch mal dann. Sorry. Was heißt das Blutsymbol? Mach ich das selber nochmal Dreck rein? Oh, ich mach das selber nochmal Dreck rein, wenn ich da ins Blut reingehe. Was auch irgendwo Sinn macht. Okay, und ich glaube die ganzen Sachen hier. That guy was clearly missing a screw. Ja, die sind. Oh, da ist Geld. Nice. So, aufheben. Wo muss das hier hin? Leg das mal hier hin. Okay, die ganzen Sachen mal irgendwie wieder hinstellen. Scrub, scrub, scrub. Ah, erst sauber machen, okay. Okay. I can't put it back like that. Ja, gut, das machen wir alles mit dem Mob. Ja, shit. Oh, jetzt mache ich alles wieder dreckig hier. Geht einfach nicht in den anderen Raum. Alter. Okay. Ich glaube, bei der Wohnungsgröße könnte das noch einen kleinen Moment dauern, bis das hier alles wieder sauber ist. Okay, wunderbar. So. Moment mal. Ist nicht sauber. Warum? Ach so, weil du jetzt fertig bist. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ah. I see. Ja, Putzmittel. Ah, das ist... Also, ich verstehe, warum Leute sowas mögen. Das ist halt einfach nochmal ein Setting, was es interessanter macht. Weil ich muss schon sagen, wir haben hier mit so einem Hochdruckreiniger beispielsweise was reinigt, wo man dann sieht, wie der ganze Dreck dann sich regelrecht wegsprengt da. Das ist schon irgendwie eine Genugtuung. Okay. Es geht einigermaßen flott. Okay. Cedre, das hier noch alles weg hier. Ja, so würde ich das auch sauber machen. Bin eigentlich so ein bisschen froh, dass es nicht allzu sehr ins Detail reingeht. Weil sonst wirst du ja gar nicht mehr fertig mit dem Putzen. Und in der Beschreibung stand auch irgendwas drin, dass man dann je nach Szenario auch Zeitdruck hat. Dass man dann aufpassen muss, dass man die Polizei hier nicht erwischt. Das könnte noch spannend werden. Alter, jetzt ist der schon wieder voll. Wie kommen die Flecken da ganz nach oben? Oder wie kann ich das da oben... Ja gut, ich komme da nach oben. Okay. Mal wieder ausleeren hier. So, kommen Sie mal mit. Er schaut doch gar nicht mehr so schlecht aus hier. So, Schmob. Wobei, könnten die mich identifizieren nur anhand von dem Schuhprofil?
Scheiße. Es sieht doch gut aus. Ja, was haben wir mit dem Handy hier? Handy des Dealers. Can't we just do it over the phone? No, we can't. Stop sneaking around and drag your ass over here. Easy, bro. I am on my way. I'm waiting. Now one of them is dead and the other one is screwed. So, was mache ich mit dem Stuhl? Können wir irgendwo hinstellen? Das Teil ist schmutzig. Ah, das kommt dahin. Kommt da der hin? I should clean it first. I'm slowly growing tired of this. Ich meine, komm, der kleine Fleck da. Okay, dann können wir das hier noch sauber machen und da. Da das Kissen. Ne, Kissen, komm her. Na, ich glaube, ich muss das mit dem Schwamm machen. Okay. Ist auch sauber? Du bist auch sauber? Ich glaube, das war's. Okay. Kissen. Komm, mach's da rein. Hallo. Sehr gut. Wo kommst jetzt du hin? Okay. Ist das irgendwo in dem Raum? Nee. Schon irgendwo hier drin. Ganz ja. Ne, komm her. Oder kann ich Sachen einfach mal frei hinstellen? Oh, die Gitarre beispielsweise. Ja, da ist noch mehr Kissen. Das gehört ja nach hinten, da hinten. Okay. Also, mal weiter sauber machen. Das war sehr schlau von mir. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Wieso? Ach so, wegen den Scherben. Ja gut. Boden ist aber trotzdem schmutzig. Und wir haben noch irgendwo einen Beweis übersehen. I should use a sponge. Ja, das geht aber gut. So, aber ich glaube, der Raum hier, abgesehen jetzt von den Möbeln, wäre soweit fertig. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ja, ja. Schöne Lautsprecherboxen. Die würde ich gleich mitnehmen. I should use a sponge. Ja, jetzt reg dich mal nicht auf. Krieg das schon hin. I should use a sponge. Ja, und da hinten auf der Rückwand auch. Und natürlich wieder voll. Ja, klar. So, mach mal sauber, bitte. Ich glaube, wir stellen dich da mal so in die Ecke rein. Ich stelle mal so wieder richtig. Okay. Ach, da schauen wir mal. Wisch den ganzen Blut auf, werde den Müll los, Beweise sammeln, stelle die Möbel wieder an ihren Platz. Aber ich habe den Marker nicht. Reinigungssinn. Ah. I see. Okay. Gitarre da hinten.
Wo kommt das Teil hin? Ach, da drauf. Das zweite Teil. Ach, da. So, die ganzen Bezüge da wieder drauf und dann sieht es doch gut aus. Perfekt. Ja, also ich würde sagen, das sieht so aus, als wäre hier nie was passiert. Gut. Ich würde mal sagen, ich mache das mal schnell im Schnelldurchlauf hier sauber. Und dann kümmern wir uns um die Leiche. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Also, bis gleich.
So, dale, endlich alles sauber gemacht. Also, der Typ ist ja echt mal krank gewesen. Der hat hier noch die Fotos gehabt und hat das ja im Schnelldurchlauf gesehen. Dann hat er auch noch aus Blut hier diese Bilder gemacht. Naja, jedenfalls, es ist alles sauber. Ging eigentlich ganz gut, ich würde mal sagen. Wir verlassen den Tatort. Und es wäre auch mal interessant, dann zu wissen, was passiert, wenn wir hier Sachen übrig lassen. Weil hier, das eine Möbelstück, da war die ganze Zeit, eins ist noch nicht in der Position. Das war das hier. Ihr habt das am Anfang nicht gesehen, wo das wäre. Na gut. Wir verschwinden hier mal. Und dann mal schauen, was Summary sagt, aber ich glaube, es müssten 100% jetzt sein. Wie steige ich da ein? Auf der anderen Seite. Three bodies in my car. Sind Sie sicher? Sie werden nicht weiter reinigen können. Jo, weg hier. Täuschung. Also so nach dem Motto, es ist nichts passiert. Ah, und die ganzen Beweise. Okay. Sie finden nichts. Also 8 Beweise, 3 Leichen, alles 100%. Ja, geil. 38 Minuten. $5.000? Wo ist noch mein Bargeld? 5.100. Yes. Nice. Nein, ich habe Musik übersehen. Und irgendwelche Geheimnisse. Naja, was soll's. Wir werden dann gleich mal schauen, wo man diese Erfahrungspunkte mit einsetzen kann. Aber so ein Hochdruckreiniger hätte ich sehr gern. Total dumm eigentlich, mit einem Hochdruckreiniger durch die Wohnung zu gehen. Aber was soll's. Was für dein Handy? Das hier. Foto mit Paul. Okay, C. Öffne deinen Fertigkeitsbaum. Okay, wir können unseren Mob upgraden. Wischmob verschmutzen 25% langsamer. Erhöht die Fähigkeit, die Wischmob schwere Flecken um 20% besser zu reinigen. Hochdruckreiniger. Das was, wir schauen uns erstmal dann die nächste Aufgabe an und je nachdem tun wir dann upgraden. Hundi. Dexter, what are you doing up, boy? Oh. Wir sollten bei uns in der Wohnung mal aufräumen. Das schaut ja furchtbar aus. Ah, was haben wir da? Sehr Herr Kowalski, ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie wohl. Ich schreibe Ihnen um Ihren Update über den Gesundheitszustand Ihrer Tochter Elena nach ihrem kürzlichen medizinischen Untersuchung zu geben. Elena hat eine umfassende Reihe von Tests durchlaufen. Und die Ergebnisse zeigen, dass ihr Zustand sofortige und kontinuierliche medizinische Betreuung erfordert. Um ihre Genesung zu fördern, ist es entscheidend, dass sie sich einem weiteren Behandlungsprogramm in einer spezialisierten Einrichtung unterzieht. Dieses Programm wird sowohl langfristig als auch intensiv sein, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Versorgung erhält. Ich möchte Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese Behandlung aufgrund der fortschrittlichen medizinischen Verfahren und des längeren Aufenthalts in der Gesundheitseinrichtung kostspielig sein wird. Welcome to America. Kannst du ja alles selber zahlen. Oh, was los? Mr. Kowalski, sorry to bother, but I have some good news and some bad news. Bad news first, Rob's boss, Big Jim, found out what we did. And he's the scariest guy I know. But, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills, he'll probably hire you. So, yeah. Good luck. This yeah. is insane. What the hell did you get me into, Tyler? Ja, einmal drin und dann kommst du nicht mehr wieder raus. Hol ich die Frau. Geh ins Bett. Achso, bin ich schon richtig. Möchtest du den Tag beenden und die Geschichte fortsetzen? Yes, das möchte ich. Ja, dauert es diesmal wieder so lange.
Ich glaube, ich werde langsam warm mit dem Spiel. But what if that motherfucker finds out? No worries, pals. He's too dumb to suspect a thing. Loving familiar. Just don't chicken out at the last moment, gentlemen. I mean, yeah. Just shove it down his throat. Got it in the bag, guys. Big Jim? More like a big pussy. Oh nein. Oh, wie mache ich denn jetzt den ganzen Pool sauber? finde mein Handy. Das war hier. My name is Jim. Big Jim. The dead guy in your trunk, Rob, used to push the product for me. He had this freaky hobby, and I was looking to cut ties anyway, so no sweat. But I have to say, I'm impressed by what she did in his apartment. That shit'll never look better. So here's the deal. You either start cleaning for me, or I'll have someone else wiping your blood off my shoes. Sounds fair? Going from underpaid janitor to working for the biggest crime boss in the city? Talk about overnight success. Ja, wenn es so gut ist, Mission wurde deinen Computer annehmen. Hä? Warum nicht übers Handy? Da hat er mich doch angerufen. Aber okay. Moment mal. Komm damit zurück. Ist das Schleichwerbung für NordVPN? was haben wir hier? Wellness-Probleme. Orte Standorts sind nur 2 Punkte. Der Gewaltsgetriebsantrag wurde abgelehnt. Ja, okay, das ist doof. Gib mir noch seltsam, ohne dich zu leben. Die Klinik. Wellness-Probleme. 7500. Ja, komm. Los geht's. Blutprobe. Ab zum Auto. Also die erste Mission hat da irgendwie 3 Balken gehabt von der Größe. Mal schauen. Falscher Anruf. 5000. Ach so, das war das, wo wir vorher gewesen sind. Okay. Mission starten. It'll be a long night. Erst ist positiv. Ach du Heilige. Big Jim. Das sieht schon mal gut aus. The man you never want to mess up with. Or even know in the first place. To kill his own family like this. His name will haunt me until my grave. Aber könnt ihr die Leute nicht irgendwie einfacher töten? Statt immer so eine Sauerei zu machen. Mr. Clean, are you there? Hello? Hello, Mr. Kowalski. I'm now taking charge of this place as an inheritance from my cousin, so my schedule is a bit tight. However, you can take your time while dealing with his body and this whole mess. Thanks. I'm getting down to work. That's what I like to hear. Okay, da gibt's schon mal Wasser. Welcome to Miko Spa and Wellness. Okay. Place which you never want to leave. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und da haben wir die Leiche. Inklusive Mordwaffe. Ja, gut. Closed. Also, ich need to go another way. So, wie schaut's denn aus? Haben wir jetzt Hochdruckreiniger? Schwämme, Mülleimer, oh, Hochdruckreiniger. Ja, bitte. Ich benutzen.
Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Oh. Kann ich damit alles sauber machen? Yes. Oh, Düsewechsel. Ach so. Ja, jetzt haben wir wirklich den Powerwash-Simulator. Aber es geht ein bisschen... Ja, okay, ich bin zu weit weg. Wie sieht es aus mit den Türen hier? Mit der Sauerspritze? Ist auf der Seite. Hä? Was ist jetzt los? Hä? Benutzen. Sammle. Ah, gib ihr auf. Ja, okay, macht Sinn. Der braucht natürlich auch sein Wasser. Ja, aber das kann ich ja kombinieren. Wenn ich den jetzt mal hier so hinstelle. So. Und das auch mit einem Eimer hier mache. Dann brauche ich viel weniger hier hinlaufen. So, dann machen wir das Reinigungsmittel mit rein. Nice. Oh, geil, aus der Schlüssel. Du kommst mal kurz hier hin. I'll have to search the lockers for evidence as well. Ja, okay. Und ich mache hier alles wieder dreckig. Okay, Bob, komm mal her. Nice, alles dreckig hier. So, schauen wir mal. Mob hätte ich gern das geupgradet. Hochdruckreiniger. Möchtest du speichern? Ja. Erweitert die Reinigungsabdeckung um 20%. Oh ja, gib her. Anwenden. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Ja, komm, das machen wir auch noch mit dazu. Okay, das war's. Nice. Hab geupgradet. ach so, da ist das Ding. Okay, ich glaube, ich würde das jetzt mal gleich machen wie in der anderen Bude. Ich mache hier mal grundlegend sauber und dann sehen wir uns gerade wieder. Also, viel Spaß. Dann beobachten wir, wie hier wieder alles schön aussehen wird. Dank Black Lion Cleaning. Also, bis gleich.
So, die Putzaktion ist fertig. Ist alles wieder sauber. Bis zum Schluss habe ich mir die ganze Zeit gefragt, wo kann man das scheiß Wasser hier ablassen? Bis ich dann das hier mit dem Schloss hier rausgefunden habe. Und ich habe das am Anfang nicht so ganz krallt, dass man hier die Taste drücken muss, wenn dieser Balken da quasi da drinnen ist. Ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Was ich noch ein bisschen mehr fände, bezüglich die Objekte, muss man ja wieder einen richtigen Ort hier hinbringen. Aber das Teil da kann anscheinend irgendwo rumstehen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich dachte, das wäre ein so ein Objekt, wo ich halt nur irgendwo sauber hinstellen muss. Ansonsten passt jetzt hier alles. Wenn man hier Escape drückt, dann sieht man auch hier die ganzen Schlüssel, die man hier finden kann. Hab alle gefunden. Ich denke mal, mehr Secrets gibt's nicht. Das Zwischenfazit? Es macht Spaß und ist echt eine Genugtuung, dass alles sauber wird. Ort ist ganz interessant. Ich glaube, das wird noch viel spannender, wenn du dann Zeitdruck hast hier mit der Polizei. Mal schauen, wie das dann so wird. Aber ich glaube, ich spiele da noch ein bisschen weiter. Das war für euch erstmal der Eindruck von hier, den Tatortreiniger. Hat schon was. Gibt's auf Steam. Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, bleibt sauber. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.